Die Situation hier in Amlinghausen Ende 2013, Anfang 2014 war so, dass das Gasthaus eigentlich schon geschlossen war bei unserer Übernahme. Und wir haben dann lange überlegen müssen, wie wir ein Konzept stricken können, um Landgastronomie mit deutscher Küche zeitgemäß wieder auf die Beine zu bringen. Und mit dem Konzept, das wir hier fahren, sind wir sehr erfolgreich. Das ist eine gute Mischung aus Gastronomie, Restauration, Hotellerie. Und ich selber bin Musiker und da bietet sich das natürlich an, das Hobby hier in den Betrieb mit einzubringen. Und deshalb haben wir hier Rockkonzerte, inzwischen aber auch Vorträge hier von regionalen Verbänden und Vereinen und auch Lesungen. Der Betrieb läuft natürlich fantastisch und wir sind auch mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Es ist eine gesunde, sichere Existenz, auch für unsere 7 Mitarbeiter. Trotzdem haben meine Frau und ich den Entschluss gefasst, einen Nachfolger zu suchen. Das ist rein aus gesundheitlichen Gründen. Wir haben zuerst den klassischen Weg gewählt. Ich habe einen jungen Koch eingestellt, der Ambitionen hatte. Leider ist aber dieser Plan gescheitert an einer Finanzierung bei der Bank. Und wir haben dann beschlossen, weiterzusuchen, was sich aber wieder erwarten als äußerst schwierig herausgestellt hat. Gastronomie ist jetzt nicht die hippeste Branche, die wir im Moment haben. Der Aufwand, die Arbeit ist am Wochenende, der Freizeitwert ist relativ gering. Das heißt, die Unternehmer finden nur sehr wenige Fachkräfte, die sie für dieses Nachfolgeprojekt einsetzen können. Und die zentrenrelevanten Bereiche ziehen die Fachkräfte ab. Und wenn man eine wunderbare touristische Destination hat, ist man meistens etwas außerhalb dieser Zentren. Das wird dann schwierig. Dann kann er oder sie das Angebot der IHK in Anspruch nehmen und ein Gespräch mit mir führen. Und da kann man dann die verschiedenen Wege diskutieren. Wo kann ein Nachfolger herkommen? Welche Plattformen gibt es? Oder auch andere Wege, mal dahin zu schauen, wo der Unternehmer vielleicht gar nicht so gezielt hingeschaut hat. Gerade im ländlichen Bereich ist ja der Begriff Kneipensterben und Gasthaussterben inzwischen leider ein Schlagwort, das man immer wieder hört. Und sicherlich ist auch das mit ein Grund gewesen, darüber nachzudenken, hier eine Form zu finden, den Laden aufrechtzuerhalten, dass Amlinghausen ein Gasthaus erhalten bleibt. Und daraus entstanden ist das Vorhaben, aus meiner Einzelfirma eine GmbH zu gründen mit mehreren Gesellschaftern und jemand Neues hier reinzuholen, der also nach und nach Anteile von Gesellschaften übernehmen kann. Das Tolle an diesem Modell ist, dass man zum einen so ein bisschen eingeführt wird. Ich bin hier eben fremd, ich habe noch ein bisschen Unterstützung, das ist das eine. Das andere ist natürlich der finanzielle Aspekt. Das ist zum einen natürlich auch ein großes Risiko. Und dieses Risiko darf ich ein bisschen minimieren, indem ich mir dann ein bisschen Zeit nehme, mir das anschaue, das Modell. Und das ist natürlich das ganz Attraktive daran. Ich kann es mir durchaus vorstellen, jetzt auch schon. Aber ich darf damit noch ein bisschen wachsen. Das ist ganz toll.